Hallo, der Marco hier und wir beschäftigen uns in diesem Kapitel mit einem sehr spannenden Thema und zwar einer universellen Formel für Unternehmenserfolg. Diese Formel ist für deinen zukünftigen Unternehmenserfolg enorm wichtig, deswegen schau dir dieses Kapitel bitte ganz genau an. Bevor ich dir aber hier jetzt diese Formel zeige und im Detail erkläre, möchte ich hier noch vorher mit einem Mysterium aufräumen, das in Wirklichkeit gar keines ist. Viele denken, Unternehmenserfolg ist ein nicht gelüftetes Geheimnis. Und dass es ein Zufall ist, ob das Unternehmen erfolgreich wird oder eben nicht. Das stimmt aber nicht. Es geht hier um eine klare, systematische Unternehmensanordnung, und zwar von den wesentlichen Punkten, die erfolgreiche Unternehmen umsetzen und in Einklang bringen. Wenn du mit deinem Unternehmen nicht erfolgreich bist, solltest du dir daher die Formel, die ich dir jetzt zeigen werde, immer wieder ganz genau anschauen, bis du den gewünschten Erfolg mit deinem Unternehmen erreichst. Schauen wir uns die Formel einfach mal im Detail an. Das ist unsere universelle Formel für Unternehmenserfolg. Angebot plus Markt bzw. Zielgruppe plus Unternehmenskommunikation ist gleich schlechtes, mittelmäßiges oder sehr gutes Ergebnis. Am besten schreibst du dir diese Formel auf ein DIN-A4 Blatt und hängst es dir in deinem Zimmer auf, damit du dich immer wieder daran erinnerst. Schauen wir uns am besten einfach mal die einzelnen Punkte im Detail an. Also nochmals hier die einzelnen Punkte der Formel. Erstens Angebot plus zweitens Markt bzw. Zielgruppe plus drittens Unternehmenskommunikation ist gleich schlechtes, mittelmäßiges, gutes oder sehr gutes Ergebnis. Ich werde dir jetzt Schritt für Schritt die einzelnen Punkte dieser Formel erklären, damit du diese Formel in Zukunft bestmöglichst für den Aufbau bzw. zur Verbesserung deines Unternehmensaufbaus nützen kannst. Kommen wir zum ersten Punkt, nämlich deinem Angebot. Du hast in deinem Unternehmen ein Angebot in Form einer Dienstleistung oder eines Produkts. Wichtig ist, der wesentliche Grund, warum Unternehmen sich gegen andere Unternehmen durchsetzen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis und das Image der Marke. Du kannst das ganz einfach für dich mal überprüfen, wenn du selbst etwas kaufen möchtest. Frag dich mal, worauf du hier am meisten achtest. Natürlich wiegst du am meisten ab, welche Qualität du haben möchtest und wo du diese Dienstleistung oder das Produkt dann zum bestmöglichsten Preis bekommst. Natürlich überprüfst du auch, ob das Unternehmen vertrauenswürdig ist und du nicht in Gefahr läufst, betrogen zu werden. Und wie gesagt, ist es natürlich auch wichtig, ob dir die Marke und das aufgebaute Image zusagt. Wenn du das daher für dein eigenes Unternehmen übersetzt und dein Angebot auf möglichst vielen Ebenen so aufsetzt, dass du insgesamt mit deinem Unternehmen besser dastehst als deine Mitbewerber, umso besser wird natürlich dein Unternehmen auch funktionieren. Was du auch unbedingt beachten solltest, ist, dass du unterschiedliche Angebote im Sortiment hast mit unterschiedlich hohen Preisen. Wenn du wirklich gut aufgestellt bist, solltest du kleinpreisige Angebote bis hin zu hochpreisigen Angeboten anbieten. Wichtig ist hier auch ganz einfach, dass dein Angebot möglichst viele Kaufoptionen abbildet und ein potenzieller Kunde individuell entscheiden kann, was er dann letztendlich kaufen möchte. Was auch gut ist, wenn du zum Beispiel günstige Einstiegsprodukte hast oder du deinem Kunden vielleicht sogar die Möglichkeit bietest, als Neukunde etwas kostenlos zu bekommen. So bekommst du auch im ersten Anlauf möglichst schnell die ersten wichtigen Daten von potenziellen Kunden und kannst sie dann zum Beispiel mit einem Newsletter befeuern, sie mit Werbung verfolgen und vielem mehr. Es ist sehr wichtig, dass du es deinen potenziellen Kunden möglichst einfach machst, einen ersten Einkauf bei dir zu tätigen. Kommen wir nun zum Punkt 2 der Formel Markt bzw. Zielgruppe. Es gibt einen Markt, beziehungsweise eine genaue Zielgruppe im Bereich B2B oder B2C, die genau dein Angebot benötigen. Nur wenn du weißt, wer genau deine Zielgruppe ist und wie du die auf möglichst vielen Ebenen, zum Beispiel im Bereich Social Media, Online-Marketing und so weiter erreichst, wirst du mit deinem Unternehmen wirklich erfolgreich werden. Von daher rate ich dir, eine ganz klare Liste zu erstellen, wer deine Zielgruppe ist. Umso genauer du das eingrenzen kannst und umso präziser du da bist, umso präziser kannst auch dein Geld einsetzen, um diese Zielgruppe auch tatsächlich zu erreichen.
Kommen wir nun zum dritten Punkt in unserer Formel der Unternehmenskommunikation. An diesem Punkt scheitern die meisten Unternehmen, weshalb auch 80% der Unternehmen nach 3 Jahren in Konkurs gehen, da ihnen nicht bewusst ist, wie wichtig dieser Punkt ist, um langfristig ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Es ist zwar so, dass viele in ihrem Bereich Profis sind, aber in ihrer Branche schaffen sie es nicht, die nötige Unternehmenskommunikation aufzubauen, um ihr Angebot bestmöglichst an ihre potenziellen Kunden heranzutragen und zu platzieren. Du hast in der heutigen Zeit unglaublich viele Möglichkeiten, deine Zielgruppe professionell auf dein Angebot aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel Qualtakquise per Telefon, deiner Website, E-Mail-Marketing, Social Media, Online-Marketing und so weiter. Die meisten Unternehmen gehen aber, wie gesagt, in den ersten 3 Jahren in Konkurs oder haben enorm schlechte Umsatzzahlen, beziehungsweise könnten noch weit mehr Umsatz machen, weil sie diesen wesentlichen Punkt nicht ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Darum ist es enorm wichtig, dass du herausfindest, welche Formen der Unternehmenskommunikation in deiner Branche funktionieren. Hier ist einfach, ja, gibt's ganz klar Learning by Doing oder es einfach mal auszutesten, wie zum Beispiel vorhin genannt durch Kaltakquise, per Telefon, einer Website, E-Mail-Marketing, Social Media, Online-Marketing und so weiter. Sobald du das für dich herausgefunden hast, wende nicht eine einzelne funktionierende Kommunikationsoption aus, sondern wende parallel alle an, die funktionieren. Denn je breiter du praktisch da deinen Kunden bespielen kannst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist. Und so maximierst du auch langfristig deinen Unternehmenserfolg, wenn du möglichst viele funktionierende Unternehmenskommunikationswege anwendest. Und nun kommen wir zum vierten Punkt der Formel schlechtes, mittelmäßiges, gutes oder sehr gutes Ergebnis, das du auf Basis der ersten 3 Punkte in der Formel dann in deinem Unternehmen erzielen wirst. Ich fasse die Formel in einem Satz nochmals für dich zusammen, wie du mit dieser in Zukunft ein bestmögliches Ergebnis erzielen kannst. Je besser dein Angebot ist, umso genauer du weißt, wer deine Zielgruppe ist und diese bestmöglich mit einer vielschichtigen, professionellen Unternehmenskommunikation ansprichst, umso bessere Ergebnisse wirst du langfristig mit deinem Unternehmen erzielen. Und da dieser Satz so wichtig ist, wiederhole ich ihn nochmal. Je besser dein Angebot ist und umso genauer du weißt, wer deine Zielgruppe ist und diese bestmöglichst mit einer vielschichtigen, professionellen Unternehmenskommunikation ansprichst, umso bessere Ergebnisse wirst du langfristig mit deinem Unternehmen erzielen. Basierend auf dieser Formel ist enorm wichtig, dass du folgendes Detail verinnerlichst. Nicht ein Hebel führt zum bestmöglichsten Ergebnis, sondern eine Vielzahl an Hebeln, die du parallel langfristig in Einklang ziehen solltest, um deinen Unternehmenserfolg langfristig zu maximieren. Das heißt, wenn du diese Formel auf allen Ebenen bestmöglich ausführst, wirst du auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Wenn du diese Formel jetzt noch nicht ganz verstanden hast, schau dir diese Präsentation nochmals von vorne an, bis du diese Formel wirklich voll und ganz verstanden hast. Du bist jedenfalls gut beraten, diese Formel in deinem Unternehmensaufbau anzuwenden, denn damit legst du schon mal einen wesentlichen Grundstein, dass dir der erfolgreiche Aufbau deines Unternehmens auch tatsächlich gelingen wird. Ja, das war's soweit bezüglich dieser so wichtigen Unternehmenserfolgsformel. Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie du zukünftig möglichst effizient Unternehmensprobleme lösen kannst. Und ich freue mich schon sehr, dich im nächsten Kapitel zu sehen.